Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Anreißen können wir es jetzt. Also wir können die Maschine starten. Jetzt wollen wir im Betrieb Drehzahl ändern. Wie funktioniert das? Nun, die gebräuchlichste Methode, um die kümmern wir uns später. Aber ich erwähne es jetzt einfach. Es ist nämlich das Ändern der synchronen Drehzahl. Okay? Gebräuchlich. Mittlerweile gebräuchlich. Ändern der synchronen Drehzahl NS, also der Frequenz praktisch. Ja. Ändern der synchronen Drehzahl NS. Also die Drehzahl des Drehfeldes wird verändert. Daraus folgt, ich muss die Frequenz des Drehstroms muss geändert werden. Das passiert mit sogenannten Frequenzumrichtern. Wie das funktioniert, späteres Video. Okay? Braucht Frequenzumrichter, dann kann man sich vorstellen, denke ich. Ja? Wenn ich eine andere Frequenz da auf die, wenn ich das Drehfeld mit einer Frequenz betreibe, ja, ist anders. Man muss nur ein bisschen aufpassen, gell? Man darf jetzt nicht die gleiche Spannung immer drauf knallen auf das, weil je länger eine gewisse Spannung an einer Spule liegt, desto größer wird der Strom. L, U ist L mal DI nach DT, das heißt, wenn das U konstant ist, ist das DI nach DT konstant, und das heißt, je länger U anliegt, das heißt, ich darf den zulässigen Strom nicht überschreiten. Ja? Und wenn jetzt das U länger anliegt, würde der Strom ja weiter wachsen. Das darf nicht sein, deswegen muss ich das U auch anpassen. Okay? Kann man sich so vorstellen. Das heißt, ich darf nicht nur die Frequenz ändern, sondern muss auch die Spannung praktisch, die ich drauf schalte, wie es in der Realität funktioniert, wie gesagt, schauen wir sie später an, aber nur zu erwähnen, ich darf nicht einfach voll draufknallen da und mich wundern, warum es dann rockt. Ja? Also, das ist relativ gebräuchlich. Mittlerweile, ja, weil wir die Leistungselektronik so weit haben, dass wir die großen Leistungen auch schalten können. Okay. Bei Schleifringläufern, schauen wir uns das an, was da passiert. Kennen wir noch hoffentlich dieses Blatt. Haben wir gesprochen über das Anlassen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben ein gewisses Lastmoment, das ist ja zu groß. Und wenn ich jetzt den Rotorwiderstand variiere, na dann variiere ich auch die Drehzahl. Ja? Das heißt, bei Schleifringläufern kann ich die Drehzahl variieren, indem ich den Rotorwiderstand variiere. Weil ich einfach auf einer anderen Kennlinie bin. Okay? Bei Schleifringläufern Änderung des Rotorwiderstands. Ja, jetzt haben wir gesagt, Schleifringläufer, Spezialanwendung. Nicht sehr häufig. Das kennen wir in letzter Zeit relativ gut, aber haben wir nicht immer, die notwendige Leistungselektronik gibt es nicht so lang, ja, dass wir diese großen Leistungen auch vernünftig schalten können, nämlich lang und zuverlässig schalten können, weil sonst baue ich keine Asynchronmaschine. Ja. Und wenn ich eine zuverlässige Asynchronmaschine habe und schalte mit irgendeinem Input, ja, und das geht, ist ja egal, was kaputt ist, es geht nicht. Ja. Das war der Grund, warum bei Drehzahlvariablen Antrieben
einfach oft Gleichstrommaschinen verwendet worden sind. Ja. Und jetzt hat es aber schon immer gegeben, so umschaltbare Antriebe, zum Beispiel Lüfterschaltungen, die auf zwei Stufen, schnell und langsam, ja, und so weiter. Wie hat das funktioniert? Nun, wir haben einmal gesprochen beim Drehfeld über die Polbarzahl. Ja, die Polbarzahl, und da habe ich gesagt, statt so zu winden mit Polbarzahl 1, kann ich hier raus, hier rein, hier raus, hier rein, also praktisch ein paar Mal im Gras wickeln. Ja. Und jetzt können wir, schauen wir sie das an, ja, schauen wir sie das an. Ich versuche hier jetzt praktisch eine Windung einzuzeichnen. Ja. Also ich gehe jetzt, ich biege das auf, ja, und zeichne eine Windung ein, okay? Das heißt, ich gehe da rauf, auf der anderen Seite gehe ich retour, dann gehe ich wieder rüber und dann gehe ich wieder retour. So. Okay. Das heißt, der Strom rinnt an und für sich hier rauf, hier runter, hier rauf, hier runter. Das ist genau das da. Genau das. Pack, 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 pack. Wenn man sich das vor anschaut zum Beispiel. Das ist diese Windung. Und jetzt gibt es Windungen mit Mittelpunktsanzapfung. Weil das so anhängt, dass ich da praktisch das so verschalte, dann habe ich Polbarzahl 2. Polbarzahl 2. Und jetzt kann ich das aber anders anhängen auch noch. Jetzt mache ich genau die gleiche Windung. Genau das, was ich da eingezeichnet habe. Rauf, runter, Mittelpunktsanzapfung, runter. Ja. Und jetzt hänge ich es nicht so, sondern jetzt schalte ich um. Jetzt schalte ich das darüber auch und das jetzt die andere Seite. Wie rinnt jetzt der Strom? Jetzt rinnt der Strom, weil ich den wieder da lassen rein rinne, da kommt raus. Ja, wenn ich wieder da reinrinnen lasse, rinnt er hier rein, hier rüber, hier, 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 hier und kommt raus. Okay? Und jetzt habe ich nur mehr zwei Pole. Jetzt habe ich plötzlich eine Polpaarzahl. Okay? Also, hier entsteht er praktisch jedes Mal ein anderer Pol. Ja? Und hier entsteht hier ein anderer Pol und hier ein anderer Pol. Sieht man das? Also, da ist praktisch der Norden, Süden, Norden. Da geht es ja wieder zusammen praktisch hinten, Süden, ja, Süden. Und hier, Norden, da hat sich ja nichts geändert bei dem. Ja. Da heben sie sich gegenseitig auf und es steht hier Südpol. Ja. Und da heben sie die auf der... Ich habe halb so viele Nord- und Südpole. Ja. Und hier, ich meine, wenn sie Norden und Süden dann mit 50 Hertz abwechseln, ja, habe ich dann praktisch ein Drehfeld, was sie in dem Fall von da bis daher bewegt, in der gleichen Zeit, und da habe ich ein Drehfeld, was sie von da bis daher. Das heißt, hier habe ich höhere Drehzahl, hier habe ich niedrigere Drehzahl. Ja. Also hier ist n kleiner und hier ist n größer. Und einfach nur, indem ich die Anschlüsse umschalte. Die einzige Bedingung, ich brauche diese Mittelpunktsanzapfung der Starterwicklung. Dann geht das schon. Dann geht das schon.
Sowas heißt Talanderschaltung. Schwedischer Physiker. Talanderschaltung, Änderung der Polpaarzahl durch Umschalten. Und da ist die Drehzahl halb so groß wie da. Ah, da ist die Drehzahl, ja genau. Da ist die Drehzahl halb so groß wie da. Ja. Weil sie eben das Magnetfeld entsprechend langsam rotiert. Ja, Änderung der Polzahl, also zweistufig. Ja. Das sind so andere, wo Lüftung, high, low, ja, back, back. Zweistufige Lüftung, da ist üblicherweise sowas verbaut. Ja. Und ich brauche am Router nichts machen, gell? Da geht der Kurzschlussläufer genauso. Brauche ich keinen Schleifringläufer. Alles stabil. Das sind so die Möglichkeiten der Drehzahländerung. Ja. So. Jetzt haben wir die Drehzahl geändert. Wenn wir Drehzahl ändern, brauchen wir nicht nur antreiben, sondern wir müssen auch Bremsen kennen. Ja. Wie das ausschaut mit den Bremsen, werden wir uns das nächste Mal ansehen. Okay? Nächstes Video, Bremsen. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Maschine wieder zum Stillstand zu bringen? Dann haben wir praktisch schon einen ganzen Zyklus durchlaufen. Ja? So. Anlassen, Drehzahl variieren, Bremsen, Stillsetzen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.